Ein verschmitztes Lächeln und eine sympathische Ausstrahlung. Thomas Parker Bowles ist in Großbritannien vielen ein bekanntes Gesicht. In Deutschland kennen ihn wohl nur eingefleischte Royal-Fans. Dabei ist er gar nicht Mitglied des britischen Königshauses. Wir klären auf. Tom ist das älteste Kind von Herzogin Camilla. Er und seine jüngere Schwester Laura Lopes gehen aus der ersten Ehe seiner Mutter mit Andrew Parker Bowles hervor. Dabei ist eines nicht zu übersehen. Tom ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Über 22 Jahre bis 1995 sind der ehemalige Kavallerieoffizier und Camilla verheiratet gewesen. Heute ist die 72-jährige Prinzengattin. Prinz Charles ist nicht nur Toms Stiefvater, sondern auch sein Patenonkel. Trotzdem, Royal ist der 45-Jährige nicht, wie er selbst bei einem TV-Interview erklärt. Das könnte sich aber ändern. Als König wäre Prinz Charles berechtigt, seinem Stiefsohn einen Adelstitel zu verleihen. Doch auch ohne royalen Status ist Tom auf seinem ganz eigenen Gebiet der König. Denn der Stiefbruder von Prinz William hat sich in England als erfolgreicher Food-Autor und Restaurantkritiker einen Namen gemacht. Neben bisher 8 veröffentlichten Kochbüchern fungiert Tom auch als Moderator für die britische Kochshow Market Kitchen. Mit Ehefrau Sarah Bice und den beiden gemeinsamen Kindern Lola und Freddy hat er privat sein Glück gefunden. 2005 heiratet er die schöne Redakteurin, die unter anderem als Herausgeberin für das Fashion-Magazin Harper's Bazaar arbeitet. Im selben Jahr heiratet auch Camilla ihren Prinz Charles. Neben Prinz William und Prinz Harry gehört ebenfalls ihr Stiefbruder Tom zu den Gästen. Selbstverständlich, möchte man meinen. Doch der Lebensmittelkritiker zeigt sich nur äußerst selten auf royalen Veranstaltungen. Zur Hochzeit von Kate und William im Jahr 2011 ist Camillas Sohn zwar geladen, doch auf Fotos können wir den Briten nirgends entdecken. Anders als auf der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018. Im schicken Frack trifft er damals mit seiner schönen Frau Sarah in der St. George Chapel in Windsor ein. Nach diesem Auftritt sehen wir Tom nur noch auf einer weiteren Veranstaltung. Mit Mutter Camilla besucht er im April 2019 die Olivier Awards, eine Theater- und Musicalverleihung in London.